Wir gucken mal weiter, weil ich finde es interessant zu sehen, in was für ein Gebiet Ja. die da arbeiten. Ne? Also wenn du jetzt mal nach links oben gehst, am Berg oben, da stehen die Schafe. Noch Ja. höher, noch höher, da. Ja. Also die gucken natürlich hochinteressiert, was unten, unten lagern die Hunde um die Ja. Schafe Ja. herum. Also sie haben immer den, ja, sie sind also immer sehr, sehr heiß auf die Schafe. Das ist schon so. Ne? Also das ist nicht nett und nicht freundlich und der Hütehund ist dort auch der ärgste Feind gleichzeitig. Aber der Hund muss natürlich diese alle auch alle einsammeln. Ne? Wenn der so und so ist das Gelände und Genau. so muss der Hund, der muss trittsicher sein, der muss wendig sein, der muss springen können, der muss schnell sein. Diese Schafe sind wahnsinnig schnell. Das sind wildlebende Schafe, die den Hund auch als Feind sehen und dann auch Reißaus ausnehmen. Also das ist schon eine sehr diffizile Arbeit. Und mit dem Ei, mit dem Border Collie hier, das ist eigentlich eine Modesache, die im 19. Jahrhundert mal aufkam bei einem Sheepdog Trial. Diejenigen, die wirklich echt mit den Hunden arbeiten, können das gar nicht gebrauchen. Nee, weil der Hund ist dann eigentlich schon fast ein Junkie, Genau he? so. Ja. Ne? Und er ist auch, also wir haben es jetzt hier zum Beispiel, kannst du wunderbar sehen, geschorener Rasen, das ist so die Freizeitbeschäftigung von den Farmern, da treffen die sich am Wochenende. Die haben für die echte Arbeit, haben die eigene Hunde und die haben dann für den Sport ihre Border Collies, das ist Ja, ihr dass Freizeitverhalten. man sich bewusst sein muss, zum Beispiel, dass der Border Collie, also auch andere Hütehunde, eigentlich eine Aufgabe hatten. Und diese Aufgabe ist denen weggenommen worden. Und jetzt ist es so, dass sie in der Familie leben und dass man dreimal pro Tag spazieren geht. Oder man versucht das auszugleichen mit Agility. Aber das bedeutet, dass das nicht der Ausgleich ist, den der Hund sucht. Und dann kann es sein, dass Agility ihm sogar noch frustriert und die Aufregung dadurch aufrechterhalten bleibt. Jetzt kommt noch ein anderes Phänomen dazu. Hütehunde, da wird sehr oft gesagt, die haben dieses Hüteinstinkt. Man ist als Familie unterwegs. Und dieser Hund fängt an, der Familie zu hüten. Ja, und ich sage, Kaniden kommunizieren miteinander und bei der Kommunikation werden die Teilen zeigen aus der Jagd. Der eine Hund, den anderen Hund nicht mag, der senkt seinen Kopf und kommt in lauer Stellung. Das ist eigentlich ein Verhalten, was seine Herkunft hat aus der Jagd. Also man spricht so, wie man ist, so gesagt. Und diese Kommunikation ist eine jagdliche Sequenz, die im territorialen Bereich gezeigt wird. Ein anderer fremder Artgenosse gegenüber. Hunde, wie Hütehunde, die anfangen, die Familie zu hüten, die sorgen dafür, dass zum Beispiel Kinder gemaßregelt werden, weil sie sich zu viel Bewegungsfreiheit rausnehmen. Ja? Und dieses Fersebeißen bedeutet, du hast dich jetzt nicht zu bewegen. Das passiert vermehrt bei fremden Kindern. Aber wenn die Familie unterwegs ist und gehütet wird, dann muss man sich vorstellen, dass es echt für einen Hütehund armselig ist, weil der Hütehund ist auch territorial, aber viel unsicherer territorial als der Rottweiler oder andere Treibhunde und viel weniger cool oder phlegmatisch wie der Herdenschutzhund. Sondern es ist ein territorial bewusster Hund, der, wenn er mit Territorialverhalten beschäftigt ist, sehr oft übertreibt. Ja? Und das bedeutet, dass man sich vorstellen muss, dass wenn so ein Hund sich verantwortlich fühlt für die Menschenfamilie, ja, dann ist es so, dass dieser Hund echt leidet, weil er ist nicht fit dafür, die Sicherheit für die Familie zu gewährleisten. Und wenn er dann denkt, dass er es tun muss, dann schlug der Beispiel, möchte ich davon geben, von einer Familie, wo ich einen Hausbesuch gemacht habe, da war ein Border Collie, ein halbes Jahr alt. Ich komme da im Flur rein. Und die Familie war immer so begeistert, weil der Hund hat keinen Mensch belästigt und hat jeder reingelassen. Ich komme da im Flur rein und das Erste, was der Hund tut, ist seinen Kopf senken und rückwärts geht er zurück, während er mir pausenlos im Auge behält. Und ich weiß dann schon, die Menschen, die haben ein Riesenproblem. Eigentlich hat der Hund jetzt schon ein Riesenproblem, aber die sind sich noch nicht bewusst, dass dieser Hund noch ein Jährchen braucht, bevor er dann hinten rumgeht. Und in die Fersen beißt. Ja? Aber das ist dieses Territoriale, wo der Hund denkt, oh Scheiße, jetzt stehe ich da. Und tatsächlich, ich bin dann weiter in die Wohnung reingegangen und der Hund ist seitwärts ausgewichen, ist hinter mir gekommen und hat mich auf Distanz begleitet, wo ich gesehen habe, dass die Tendenz und die Spannung da war, ja, mit 6 Monaten, wo ich eigentlich schon schildern konnte, wenn das so bleibt, was wird daraus entstehen. Und das bedeutet, die sind nicht die frontal attackierenden.
Ja, sondern dafür sind die zu unsicher. Ja. Das sind auch die typischen Hunde, die zum Beispiel warten, bis der Jogger vorbei ist. Ja, und dann hinterhergehen oder so Ja. etwas. Ja, und die kommen von hinten. Und das ist so ein Punkt, der nicht mit fieses Verhalten zu tun hat, sondern mit deren Unsicherheit. Und das ist so ein Punkt, wo ich finde, dass die super sensibel sind. Geht auch nicht anders, weil sonst könnte man die nicht so trainieren. Ja. Ja. Super sensibel sind und wir hören sehr oft über den modernen Hund, dass er so anpassungsfähig ist. Ich würde bei diesem Hundetypus sagen, die sind sehr abhängig und unselbstständig im Wesentlichen in deren Teilbereiche, wo die Einsicht haben, weil intelligent sind die, ja, wo die Einsicht haben, was jetzt ansteht, da können die auch selbstständig bestimmte Aufgaben erledigen, so gesagt, Ja, ja. sind sie auch hervorragend Ja, dann. Dann machen, leisten sie auch hervorragendes. genau. Da muss ich jetzt hier gerade beim Border Collie nochmal das auch bekräftigen, was ich zum Australian Shepherd gesagt habe. Es wird kaum eine Rasse so wild gezüchtet. Also viele Leute, die ich treffe, die sagen da ganz stolz, ja, die haben wir ja vom Bauernhof. Und da muss ich also sagen, ja, was heißt das? Ne? Also wenn sich da irgendjemand ein paar müde Mark dazu verdient, indem er da ständig irgendwelche Border Collie-Welpen produziert für nichtsahnende Leute, dann kann ich nicht erwarten, dass ich Hunde habe mit guten Charaktereigenschaften. Da fehlt das an der Selektion der Elterntiere, da fehlt es nicht unbedingt immer, aber zum großen Teil, dann kommt zu diesem Verhalten auch noch eine Nervenschwäche dazu. Und dann habe ich nämlich die Problemhunde. Wenn der Hund auf dem Bauernhof geboren wird, dann ist er dort geboren, wofür er eigentlich gemeint war. Jetzt hole ich den Hund vom Bauernhof weg und auf dem Bauernhof ist er so geprägt, so wie er da auf dem Bauernhof möglicherweise auch eingesetzt werden sollte. Und das bedeutet, er hat eine mangelhafte Prägung. Er kriegt zu wenig fremde Menschen mit, er kriegt zu wenig fremde Umgebungen mit und das macht den Hund womöglich noch unsicherer und noch skeptischer. Und dann sind die Probleme schon geboren. Also da muss man, gerade bei den Border Collie gibt es hervorragende Züchter und hervorragende Hunde, da muss man sehr, sehr genau hingucken, wo man kauft. Noch ein wesentlicher Punkt, wenn es um solche angebliche Arbeitshunde geht. Ich kenne das bei Malinois, ich kenne das bei deutschen Schäferhunde, ich kenne das vor allem aber bei der Border Collie, weil er sehr populär ist mittlerweile. Deswegen gut, dass du das ansprichst. Und sehr oft wird gedacht, die müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Die müssen aber viel Ruhe haben. Und diese Ruhe kann erst dann entstehen bei dem Hund, wenn er sich betreut fühlt und gut aufgehoben fühlt. Und er versteht, ich bin nicht für Sicherheit zuständig. Und diese Ruhe kommt auch dann, wenn die eine Aufgabe bekommen, die passt zu deren Veranlagung.